Moin Leute, ich bin gerade auf Malaga beim Essex Meta Time Trial Event und zwar wird der neue Essex Metafield Sky Plus vorgestellt und natürlich auch der H Plus. Das schauen wir uns an, was die Neuerungen beim Schuh sind. Dann haben wir ein Interview mit Laura Hottenrott am Start, so ein bisschen zu schauen, was ist eigentlich so ein Event für die Läufe, für die Athleten. Und natürlich ist morgen noch ein Race, wo die ganzen Athleten laufen und ich auch den Metaspeed Sky Plus mal auf die 5K testen werde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, ich habe mir jetzt den Andreas geschnappt. Andreas, du bist von Essex. Stell dich mal kurz vor. Ja, genau. Ich arbeite seit 8 Jahren ungefähr bei Essex in Europa. Bin zuständig für Laufschuhe, Lauftextil für den europäischen Markt und war schwer involviert beim Launch von dem neuen Metaspeed. Genau, wir sind jetzt auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen bei den letzten Events. Ich finde immer spannend, wenn du erklärst. Deswegen habe ich die Chance genutzt. Und ja, stell uns doch mal den neuen Metaspeed Sky Plus vor. Was habt ihr neu gemacht? Was war die Herangehensweise? Ja, da ist er. Also es geht immer um Millimeter bei der Entwicklung. Das Vorgängermodell war ja schon recht erfolgreich. Ich glaube, wenn man sich den Schuh anguckt, sieht man schon ein bisschen, worauf wir Wert gelegt haben. Die Konfiguration vom Vorfuß hat sich ziemlich verändert. Ja. Und da geht es dann meistens darum, wie viel Foam benutzt man, wo platziert man die Schäumung und wie sieht die Platte aus. Und das ist auch so das Größte, was sich verändert hat. Wir haben die Platte beim Metaspeed Sky etwas näher an den Fuß gesetzt. Und dadurch wird die Kraftübertragung noch effektiver genutzt und die Platte selber kann mehr von der Schäumung sozusagen verdrängen. Ja. Und dadurch mehr Bounce erzeugen und du hast nicht nur das Gefühl, dass du viel Vortrieb hast, sondern hast es tatsächlich. Ja, das finde ich auch, wenn ich jetzt andere Modelle vergleiche, der Foam macht halt echt viel aus, dass man echt im Vorfuß Material hat, um halt auch vielleicht auch nur vom Kopf her das zu spüren, dass man nach vorne kommt, aber auch, dass man halt schneller ist. Ne? Ja. Also die Schäumung, muss man ganz klar sagen, das ist das Geheimnis eines jeden Schuhs. Das ist auch übrigens der Grund, warum die so brutal teuer sind, die Dinger, weil das ist echtes Hightech-Material. Ja. Und je mehr man da verbauen kann, sinnvoll verbauen kann, desto, würde ich schon sagen, desto besser sind die Schuhe. Ja. Aber geändert von der Zusammenstellung von Material hat sich nichts im Vergleich zum Vorgänger. Es ist einfach nur mehr die Geometrie, die sich angepasst hat, oder? Ja, also es ist halt immer so, Carbonplatte ist auch nicht gleich Carbonplatte. Ja? Das gibt's ja, du setzt da unterschiedliche Materialien beim Layup, unterschiedlich wie die Fasern gesetzt werden. Also ich denke schon, dass sich da einiges verändert hat, aber sagen wir mal, die Überbegriffe sind dieselben geblieben. Okay. Vielleicht noch ein Tipp, welcher Pace willst du den Schuh einsetzen? Wo siehst du denn eigentlich so in dem Wettkampfbereich? Wann macht es Sinn? Also das ist auch eine Frage, die wir sehr intensiv untersucht haben. Und wir können eigentlich sagen, dass es für jeden Sinn macht. Ja? Okay. Also jeder kann mit solchen Schuhen einen Unterschied spüren. So richtig rocken tun sie natürlich erst ab einem gewissen, weiß nicht, 4 Minuten 15 auf dem Kilometer, da hast du dann den vollen Benefit oder schneller. Ja. Aber im Grunde würde ich schon sagen, dass jeder da mit so einem Ding Spaß haben kann. Okay. Ist natürlich auch Laufstil abhängig. Dementsprechend habt ihr ja auch 2 Schuhe im Sortiment, noch den Edge dazu. Nochmal einen kurzen Überblick oder eine Idee oder Input natürlich. Welchen Schuh nehme ich wann? Wie finde ich heraus, welchen Schuh brauche ich? Ja, das ist... ist gar nicht so einfach. Also der Sky ist ja für unsere sogenannten Stride Runner, die mit den langen Schritten, die richtig harte Kraftübertragung haben. Der Edge ist für die mit den etwas kürzeren Schritten, die, wenn sie schneller werden, mehr Schritte machen. Ich würde sagen, man muss da so ein bisschen nach dem Gefühl gehen. Ja? Wenn man jetzt mehr Komfort möchte, mehr Bounciness, dann geht man vielleicht mit dem Edge. Wenn man einen richtig aggressiven Schuh möchte, um jede Sekunde, nach jeder Sekunde zu gehen, geht man vielleicht mit dem Sky. Der Sky wird zum Beispiel morgen auch bei dem Rennen hauptsächlich gelaufen. Ja, 90%? Ja, genau, 90%. Zum Abschluss, fallen morgen ein paar Rekorde, was denkst du, was hast du im Gefühl? Ja, wir haben alle jeden Athleten gefragt, der hier kommt, was wollen sie erreichen und die waren also sehr bullish. Und also demnach müssten europäische Rekorde fallen, aber warten wir es ab. Ja, cool, ich bin gespannt. Ja. Vielen Dank für die Inputs. Ja. Und dann schönes Rennen morgen, wa? Ja, danke.
So, jetzt habe ich die Laura zu Gast und zwar, ja, läuft Laura morgen die 5K. Was hast du dir vorgenommen? Was ist das Event für dich morgen? Ja, nachdem ich ja jetzt schon in die Saison eingestiegen bin mit einem Halbmarathon, dann 10 Kilometer, dann kommt es jetzt nochmal kürzer, die 5 Kilometer. Ja. Die bin ich tatsächlich auch lange schon nicht gelaufen. Deswegen freue ich mich auch besonders auf morgen. Ja, das Ziel ist natürlich Bestzeit zu laufen, das ist immer das Ziel. Ja, ja, wenn eine 15 vorne steht, ist schon mal sehr gut. Also so 3:10er Schnitt. Wenn es schneller wird als 3:10, 3:09, dann könnte es Bestzeit werden. Mal gucken, was morgen geht, ja. Genau, es ist ja auch so der erste oder eigentlich der zweite Event, das nur mit Essex-Läufern stattfindet. Das ist schon das größte jetzt bisher. Was ist so der Essex-Spirit, die Community, was ist das so für dich morgen? Was erhoffst du dir davon beim Laufen? Ja, es ist einfach cool, jetzt endlich mal alle hier ganz international vor Ort zu haben. Das sind halt die Leute, mit denen wir uns halt immer austauschen, E-Mails schreiben, telefonieren. Aber halt so face-to-face ist nochmal was ganz anderes. Und ja, das ist wirklich super. Also wir haben hier klasse Gespräche gehabt beim Frühstück, beim Mittagessen, im Hotel. Und ja, das macht einfach Spaß. Ja. Dann große Frage, auch das Wochenende hier immer, Metaspeed Sky oder Metaspeed Edge. Wir hatten schon mal diskutiert über Instagram auch, weil du ja auch nicht ganz sicher warst. Ja, was ist bei dir aktuell also die Wahl und wie kommst du da auf deine Schuhwahl? Ja, bei mir ist es tatsächlich der Sky. Ja. Und ich bin jetzt auch den Halbmarathon im Sky gelaufen, den 10er im Sky und laufe morgen im Sky. Ja. Ich bin aber den Edge im Training auch schon gelaufen, also das Vorgängermodell. Und hatte im Training auch sehr gute Erfahrungen. Tatsächlich bin ich aber jedes Rennen bisher im Sky gelaufen. Ja, mir fehlt noch so ein bisschen irgendwie der Mut, mal was Neues zu machen und jetzt hier den Edge im Wettkampf anzuziehen. Also morgen traue ich mich auch noch nicht, nein Spaß, aber nein, morgen ist noch nicht der Tag, wo ich den Edge im Wettkampf anziehe, um halt so wirklich einen Vergleich zu haben, weil im Training ist die Leistung natürlich immer etwas geringer als im Wettkampf. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Edge auch sehr gut zu mir passt und ich muss da einfach noch ein bisschen weiter testen und es kann gut sein, dass ich auch meinen nächsten Marathon dann im Edge laufe statt im Sky, ja. Aber wäre es nicht eigentlich heute, also für morgen optimal, den Edge mal zu probieren? Also ohne, dass ich dir das einreden möchte, aber ist ja jetzt nicht so, ja klar geht es um was, keine Frage, aber ist jetzt nicht so wichtig, wo es um die Norm jetzt zum Beispiel geht, oder? Genau, das stimmt, aber die 5 Kilometer habe ich das Gefühl, dass der Sky da vielleicht etwas besser geeignet ist bei den 5. Mhm. Ich denke, dass der Edge mehr ist für das ökonomische Laufen auf Frequenz und mehr, also weniger Springen, in Anführungsstrichen, also einfach ausgedrückt. Und ja, bei den 5 Kilometern ist ein bisschen mehr Springen und... Ja, aber klar, vielleicht bin ich auch morgen nicht mutig genug, dass ich was Neues ausprobiere und nehme das alt bewerte, weil ich mit dem Sky wirklich super zufrieden bin. Also die letzten beiden Rennen damit waren ein sehr gutes Gefühl. Ja, und auf das Gefühl freue ich mich eigentlich morgen schon. Aber das nächste Mal kannst du mich nochmal fragen. Ja. Verspreche dir, dann zieh ich was Neues an, dann kommt der Edge im Wettkampf. Ja. Und was sind so deine Erfahrungen mit den beiden neuen Modellen? Vom Laufgefühl hat sich viel geändert? Spürt man viel oder noch mehr Effekt dadurch? Also ich kann nur für den Sky halt reden, weil den Edge, da habe ich nur das alte Modell bisher im Training angehabt, war mit dem alten da soweit zufrieden. Den neuen Edge, den kenne ich noch nicht. Aber der neue Sky ist auf jeden Fall im Vorfuß nochmal anders. Also ich finde, der Bounce ist noch ein bisschen mehr, es ist ein bisschen softer. Ja. Ja, also sonst ist er schon sehr ähnlich. Also es ist wirklich sehr stabil und hat sonst so eine gute Kraftübertragung auf die Straße, ja. Okay. Und zum Abschluss, hast du doch einen Tipp an die Hobbyläufer da draußen, wenn sie sich zwischen einen Schuh entscheiden müssen, also zwischen Edge oder Sky, nach was kann man gehen? Ist es nur das Gefühl oder sind es dann doch irgendwelche Laufdaten, die mir meine Garmin oder Polaruhr ausspuckt? Oder? Ja, tatsächlich gibt es schon bestimmte Unterschiede und zwar, was für ein Läufertyp man ist. Also wenn man ein Frequenzläufer, Läuferin ist, das heißt, man läuft mit einer hohen Schrittfrequenz, dann ist auf jeden Fall der Edge schon mal besser geeignet. Und wenn man sehr ökonomisch, eher flach über den Boden läuft, ist auch der Edge sehr gut geeignet. Okay. Der Sky ist mehr, wenn man kraftvoll sich vom Boden abdrückt, mehr halt so einen Sprunglaufstil in Anführungsstrichen hat, sehr powerful, dann ist definitiv der Sky, würde ich sagen. Trotzdem muss man natürlich individuell testen, welcher Schuh besser ist. Unterschied ist auch noch, der Edge ist noch etwas leichter als der Sky, weil er ja auch nicht ganz so hoch ist. Ja. Ja. Okay, also ihr merkt schon, nicht mal die Profiathleten können sich da ganz einfach entscheiden, es ist viel testen und Gefühl haben. Gut, dann danke ich dir und wünsche dir morgen viel Spaß und natürlich viel Erfolg. El segundo grupo con 12 personas.
fuerte aplauso a Simon Kirchkoff-Day. So, thank you for coming. Welcome to Malaga. Jo, das waren die Eindrücke vom Elite Race. Wir sind natürlich auch die 5K gelaufen mit dem neuen Metaspeed Sky Plus. Ja, erster Eindruck, also es waren nur 5 Kilometer, aber man merkt die Unterschiede beim neuen Metaspeed. Und zwar vor allem Vorfuß. Wir haben, die Platte ist halt wie gesagt höher gerutscht, wir haben ja auch Foam darunter. Das spürt man beim Laufen. Man ist sozusagen, der erste Kontakt ist ein bisschen direkter und dann greift halt der Foam zu. Also ideal wirklich, um eine hohe Pace anzugehen, treibt er wirklich ordentlich nach vorn. Auch der Upper besitzt im Vergleich zum Vorgänger noch eine bessere Passform. Also wo ich den Vorgänger ein bisschen breiter fand und ein bisschen höher, sitzt man da auch wesentlich besser drin, gerade mit einem schmalen oder flacheren Fuß. Ja, die Außensohle liefert weiterhin einen genialen Grip. Die ist ja ein bisschen länger gezogen auch, bis hin zur Ferse. Und man hat echt auch einen super Halt in den Kurven, was ja auch wichtig ist, gerade wenn man halt eine dicke Mittelsohle halt hat. Ja, insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Schuh. Ist natürlich für ein komplettes Review noch zu früh, es waren noch 5 Kilometer und ja, da gibt es dann bald noch ein Update, gibt es ein klassisches Review im Blog. Ja, dann hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Für mich geht es jetzt wieder nach Hause und ja, bis bald.